Hallihallo Freunde, ich möchte mich als allererstes mal wieder ganz kräftig bei euch bedanken. Das letzte Video ist ja wirklich explodiert und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das bei dem Video hier wieder passieren wird. Ich bedanke mich auch für jeden einzelnen Tipp. Ich versuche immer jedes Kommentar zu beantworten, aber letztes Mal habe ich es einfach nicht geschafft. Dafür danke ich euch aber trotzdem, weil das heißt einfach nur, dass es so übermäßig viele Kommentare waren, dass ich sie nicht alle beantworten konnte. Lesen tue ich sie trotzdem alle auf jeden Fall, also haut hier unten wieder in die Tasten. Jetzt schnacken wir aber nicht lange. Ihr seht es im Hintergrund wahrscheinlich schon, dass schon ein bisschen mehr zu sehen ist als letztes Mal. Heute soll es um den ersten Teil der Inneneinrichtung gehen und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ganz kleine Information nochmal am Rande, falls ich in einigen Szenen ein bisschen deprimiert rüberkomme, keine Angst, das liegt nicht an euch, sondern es liegt daran, weil wir einfach zwischendurch auch mal echt keine Energie mehr hatten, beziehungsweise ich einfach keine Energie mehr hatte. Dieses ganze Projekt ist doch ganz schön gigantisch geworden, hätte ich nicht gedacht und ich wollte es einfach in der Kürze der Zeit trotzdem schaffen, weil, wie gesagt, Ende August soll es damit das erste Mal losgehen. Aber jetzt, auf geht's! Ihr habt jetzt gesehen, dass Julie schon ganz fleißig angefangen hat, den Lack hier zu entfernen. Das ist ein ganz gruseliger Lack, der sieht erstmal ganz schäbig aus und er ist super schwer zu entfernen. Wir haben mit dem Heißluftföhn angefangen und mit dem Spachtel und so weiter und so fort. Dann habe ich nachträglich nochmal mit dem Exzenterschleifer mit 80er Papier nachgeschliffen. Und dabei ist mir einfach aufgefallen, dass es schon reicht, nur mit dem Exzenterschleifer zu arbeiten. Das heißt, ich werde hier jetzt ein paar Teile ausbauen, gerade die ganzen Schranktüren und sowas, alles, dass wir überall vernünftig rankommen. Dann nehmen wir 80er Papier und schleifen erstmal komplett die ganzen Möbel ab. Das haben wir uns nicht ganz so kompliziert vorgestellt. Wir haben auch erst überlegt, das einfach überzulackieren, aber wir wollen einfach diese Holzoptik gerne haben. Das heißt, es steckt ein bisschen mehr Arbeit drin, aber es wird sich im Nachhinein auf jeden Fall lohnen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Anfängt zu arbeiten. Wir haben ungefähr 25 Grad, aber in der Sonne noch viel wärmer. Aber jetzt geht's mit dem Heißluftföhn noch mal ein bisschen wärmer. Und zwar machen wir jetzt noch ein bisschen den Lack ab. Und die Wand ist immer noch nicht fertig, aber ich brauche kurz eine Pause und dann geht's gleich weiter. Bis hierhin haben wir so ein bisschen die Impression spielen lassen und ich habe noch gar nicht so viel mit euch gesprochen. Das hat einfach den Grund, weil wir ziemlich am Hasseln sind. Also wir wollen das Ding einfach fertig kriegen. Wir haben Ende August nochmal Urlaub. Wir haben jetzt Anfang Juli und wollen das gerne bis dahin fertig haben. Zumindest so, dass wir damit losfahren können und eventuell auch das H-Kennzeichen haben, weil wir ihn bis dahin nicht anmelden wollen. Was haben wir bis jetzt gemacht? Ihr habt es eigentlich ziemlich klar gesehen. Wir haben das ganze grässliche gelbe Zeug abgeschliffen, beziehungsweise vorher auch abgespachtelt. Das heißt, mit dem Heißluftföhn den Lack richtig angewärmt, bis Bläschen entstanden sind und dann abgekratzt. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Warum haben wir jetzt quasi die Zierleisten nochmal in dem Creme-Weiß lackiert? Es hat zwei Gründe. Einmal sieht es einfach schön aus. Man hat einfach nochmal so einen kleinen Akzent mit drin und das sieht einfach echt gut aus. Und der zweite Grund ist einfach, weil von diesen Leisten, das sind ja so Art Zierleisten, haben wir das gelbe Zeug nicht mehr vernünftig runterbekommen. Das geht einfach nicht, weil die
zu filigran sind und so konnten wir uns das auch sparen. Und jetzt haben wir alles, was wir abgeschliffen haben, mit Klarlack lackiert, beziehungsweise vorher einmal mit Creme Weiß und dann komplett mit Klarlack lackiert, so dass wir theoretisch sogar das Ganze abwischen können, so dass das richtig schön aussieht und auch beständig ist. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch wieder anbauen. Das zeigen wir euch auch noch, weil da haben wir auch noch was Spezielles gekauft für. Aber das werdet ihr gleich im Folgenden noch sehen. So, jetzt sieht der ganze hintere Bereich schon mal sehr, sehr gut aus. Die ganzen Dämpfer sind jetzt verbaut, damit die Türen sich auch oben halten, wenn man sie aufmacht. Die werde ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, weil da habe ich wirklich, wirklich lange nachgesucht. Vor allen Dingen die einfach so günstig zu kriegen, weil im Baumarkt kostet einer mal eben 17 Euro. Das finde ich ein bisschen sehr heftig. Ich habe die bei Amazon besorgt und die funktionieren wirklich sehr gut. Mal gucken, wie lange sie halten, aber das werdet ihr ja definitiv in den Vlogs sehen, falls davon mal einer defekt gehen sollte. Damit natürlich nicht nur der hintere Teil schick aussieht und der vordere auch, da wollen wir ein bisschen Farbe mit einbringen. Das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens, ganz kurze Information mal, ich stehe hier nicht mehr alleine, von einem Kumpel, der Clu Niesmann steht hier. Und da werden wir auch noch ein bisschen was dran machen. Aber ob ihr das seht, weiß ich noch nicht. Ja, so sieht das Ganze hier oben jetzt fertig aus. Alles wurde cremeweiß gestrichen und um die Fenster herum haben wir wieder so MDF-Rahmen gemacht, das habt ihr vielleicht gesehen. Und innen drin haben wir wieder den Kantenschutz benutzt, um das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Und ansonsten habe ich hier noch ein paar kleine Spielereien, aber da möchte ich hier in diesem Video nichts vorwegnehmen. Das kommt in den nächsten Teilen auf jeden Fall. Hier an der Ecke, da könnt ihr das vielleicht gar nicht sehen, da hing ein Bild, das wurde mit Silikon schön angeklebt. Das mussten wir leider abreißen, da ist die Wand nicht mehr so schön, weil das ja eine PVC-Wand ist. Aber da kommt auf jeden Fall was Schönes wieder drüber. Und ansonsten haben wir schon die ein oder andere kleine Nacht, zumindest am Wochenende, verbracht und können einfach nur sagen, dass wir mega, mega happy sind damit. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie uns. Und wie ihr gesehen habt, Julie hat schon ein paar Gardinen fertig genäht. Von der einen Seite hat sie so blickdichten Stoff genommen und von der anderen Seite so ein bisschen wieder diesen Touch reingebracht mit diesen, ja, ich sag mal, Blumenblüten drauf. Ja, gefällt uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das soll es jetzt aber auch von dem ersten Teil gewesen sein, vom Innenraum. Wir fühlen uns schon viel, viel wohler. Es ist auch schon einiges mehr passiert, als ihr natürlich gerade gesehen habt. Das habe ich ja im letzten Teil schon mitgeteilt. Deshalb würde ich auch auf jeden Fall sagen, wenn euch das ganze Projekt gefällt und wenn euch das gefällt, wie ich das hier umsetze oder wie wir das umsetzen, dann abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video dann auf jeden Fall wieder. Falls es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und schreibt gerne eure Meinungen und eure Kommentare unten in die Kommentare rein. Und ich werde mir auf jeden Fall alles durchlesen. Und ich denke, man hat auch so ein, zwei Sneak Peeks gesehen,
was hier im Video noch nicht passiert ist, aber auf jeden Fall nächstes Mal kommen wird. Also bleibt definitiv dran. Dann kann ich zum Abschluss einfach nur nochmal sagen, falls euch irgendwas hiervon interessiert hat, schaut nochmal in die Videobeschreibung, versucht da alles zu verlinken, was wir hier verbaut haben oder irgendwie benutzt haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!